Hallo, liebe 12.000. Ja, gefragt nach dem Zettel. Es ist kursiert so viel Blödsinn. Da kann man denn ohne Zettel. Muss man sich nicht mehr aufschreiben. Man muss nur ein bisschen zuhören. Ja, und was ist denn gestern gewesen? Ihr wisst, dass wir seit fast 3 Jahren oder im 3. Jahr zu Tausenden auf der Straße stehen in Deutschland. ARD, ZDF, NDR, so diese bekannten Medien, können es nicht wahrnehmen oder sehen es völlig falsch. Die Veranstaltung in Magdeburg mit 80.000 Teilnehmern wurde komplett weggeschwiegen. Aber gestern hat die ARD gebracht in Polen den Wahlkampf, der ja nicht entschieden ist. Und da hat man natürlich komplett sich auf eine Seite gestellt, hat die Peace-Partei, man muss die nicht schick finden, man muss die Politik nicht schick finden, komplett niedergemacht. Und er sagt, das ist eine blanke Einmischung gewesen. Warum machen Sie das? Sie stellen sich natürlich vor, dass Ihre Einheitsfront der gegenüber der Ukraine hält. So, und jetzt ist eine Wahl in Slowenien schon mal voll in die Hose gegangen. In Slowakei. Na, war dicht dran. Polen ist nicht entschieden. So, und wir sehen ja eigentlich in allen europäischen Ländern rumort, weil immer mehr Geld, immer mehr Munition und jetzt neuerdings auch Personal auf den Tisch gepackt wird. Die Engländer haben mal einen Testballon steigen lassen. Sie wollten eigenes Personal in die Ukraine schicken. Das hat man in der letzten Nacht dann auf Anraten doch noch mal revidiert. Will man nicht, die schickt man jetzt erstmal nur in den Kosovo. So, und unsere Außenannalena hat ja heute wieder ihren großen Auftritt gehabt. 27 EU-Außenminister haben in Kiew, die erzählen das Krieg, ne? Haben in Kiew heute getagt und haben schon mal darüber gesprochen, über die neue Zukunft, dass die Ukraine dann zur EU gehören wird. Sie haben praktisch das Fell verteilt. Was wer ein bisschen sich auskennt, weiß, ich muss den Bären auch wirklich erst erlegen, bevor ich das Fell verteile. Und das ist hier Pfeifen im Walde, man macht sich Mut. Das Annalenchen hat verkündet, dass weitere 40.000 Soldaten in der EU ausgebildet werden sollen, dass weitere Waffen, Spitzentechnologie jetzt hin soll nach in die Ukraine. Man hat davon gesprochen, weitere Milliarden. Sie hat die neue Wortschöpfung von heute war, wir müssen einen Winterschutzschirm aufspannen. Ja, ihr fällt ja auch andauernd wird Neues ein. Sie wird in die Geschichtsbücher für Wortfindungen eingehen. Sie muss jetzt einen Winterschutzschirm aufspannen. Und erinnert euch mal, wie die Auflagen im letzten Jahr waren. Da ging es nur um Sparen. Waschlappen, kalt duschen. Ja? Unter Aufsicht, der Habeck war so heiß, wollte uns einen Heizungsmonteur nach Hause schicken, der die Therme nochmal einstellt. Gebührenpflichtig natürlich. Die waren ja völlig kopflos und haben einen Angst und Schrecken in die eigene Bevölkerung gesetzt. Aber im Retten anderer Völker sind sie eben unwahrscheinlich ehrgeizig und engagiert. Wir haben eine Aufgabe. Ach so, ja, Interview. Die Flak Zimmermann wurde da auch noch mal gezeigt. Also ich glaube, die ist ganz gefährlich unterwegs. Die schäumte, die nannte denn auch schon den Ministerpräsidenten da falsch und. Sie war völlig erregt, weil es um neue Hightech-Waffen ging. Die Frau, weiß ich nicht, ist mehr als gefährlich. Wir kennen aber die Hintergründe, die quatscht für ihr eigenes Geld, weil sie im Verbund für alles NATO-Firmen unterwegs ist. So, und sie ist praktisch ein freiberuflicher Vertriebshändler. Dass die FDP sich so Leute hält, staunig. Die FDP hat im Übrigen ein Problem. Die ist jetzt unter die 5%-Hürde gesackt. Unter die 5%. Und was FDP heißt, wissen wir.
Die FDP heißt abgekürzt fast 3%. Und wenn Sie so weitermachen, kommen Sie dahin. Und ja, Sie vibrieren ja förmlich, was die Wahlen in Hessen und in Bayern angeht. Wir werden das nächste Wochenende erleben. Es wird alle Kraft darauf verwendet, der Zukunftskoalition noch eine Zukunft zu geben. Sie werden das erste Mal veränderte Mehrheiten sehen, egal was Sie anstellen beim Auszählen und was hier alles genannt wurde. Der Druck ist so immens in der Bevölkerung. Die Leute haben seit 2,5 Jahren darauf gewartet, endlich irgendwo mal einen Zettel in die Urne drücken zu dürfen, um ihren Protest auszudrücken. Und ich denke, die Zahlen werden sich erheblich verändern. Bin ich von überzeugt. Ja, und denkwürdiges Datum. Wir haben jetzt das 33. Jahr. Und ich habe heute noch wieder so einen langen Bericht gesehen, den kann man gut finden oder nicht. Ost, West. Für den Westen ist meine Bilanz, scheitert nur noch darum zu gehen, den Osten darzustellen, alte, verrückte, verklemmte und Nazis. Ja? Sie kommen nicht klar mit der Einstellung. Dabei ist es so einfach. Was ist denn passiert seit der Wende? Alle, ausnahmslos alle Osten, die irgendwie eine Auswirkung in die Gesellschaft rein haben, sind durch Westdeutsche ausgefüllt worden. Über sag mal, Militär und wollen wir gar nicht reden, Militär, Polizei. Es ist aber so, bis hin in Kirchenämter, Gewerkschaften, alle möglichen gesellschaftlichen Abteilungen, Kräfte, überall sind unsere Helfer aus dem Westen aufgetaucht und sie sind nicht wieder gegangen. Sie haben geholfen, sich hier eingerichtet, alles okay, und haben jetzt ihre Netzwerke nachgezogen. Und sie wundern sich, dass diese Politik hier, die sie sich so schön zurechtgelegt haben, überhaupt nicht zum Wirken kommen will. Aber das ist eben so, wenn ich oben drüber bin, wenn ich mich mit den Leuten nicht einmal unterhalte. Also ein Politiker, der es nicht schafft, in 2 Jahren, egal wo in Deutschland der Protest stattfindet, sich vor die Leute zu stellen und Fragen zu stellen. Sie wundern sich, die Grünen, dass sie überall, wo sie selbst im tiefen Bayern auftreten, ausgepfiffen werden. Es flog jetzt auch schon mal ein Stein. Ja? Aber sie lösen ja keines der Konflikte. Es wird immer mehr vor sich hergeschoben. Und es ist für jeden Beobachter eigentlich klar, dieses Spektakel kann so nicht mehr noch 2 Jahre bis zur nächsten Bundeswahl gehen. Es wird irgendetwas Bedeutsames passieren. Die Regierung bricht in sich zusammen, implodiert. Oder es werden neue Bündnisse geschaffen, die die Macht übernehmen. Alles andere kann ich mir nicht mehr vorstellen, weil wir es auch wirtschaftlich nicht durchhalten werden können. Ja, und bei alledem, wir dürfen nicht vergessen zu feiern. Wir haben als Ostdeutsche insbesondere Grund, stolz zu sein auf das, was wir geleistet haben. Wir haben in 2 Systemen, die überwiegende Mehrzahl zumindest, gelebt. Wir sind ganz anders sozialisiert und wir haben aber nach der Wende bestehen können, bestehen müssen, unseren Weg, unseren Platz finden müssen. Und deshalb sind wir streiten und kämpfen gewohnt, weil wir uns nicht mehr wegschieben lassen wollen, einfach zur Seite drücken lassen wollen. Wir wollen teilhaben am politischen Geschäft und das wird in Zukunft zu sehen sein, dass mehr Ostdeutsche auf den Plan treten und dicke Backen machen und sagen, nicht mehr ohne uns. Dankeschön. Wie immer, spitze unser Heiko.